Ich möchte mich zunächst herzlich für die freundliche Einladung bedanken, heute hier mit Ihnen zu diskutieren und zu sprechen. Lassen Sie mich aber dazu hinzufügen, dass ich auch deshalb besonders gerne gekommen bin, weil wir gegenwärtig inmitten einer Krise sind, wie wir alle kennen, die mehr denn je dazu verpflichtet, die Probleme, mit denen sich die Europäische Union konfrontiert sind, besser zu verstehen, sowie möglichen Auswegen nachzugehen. Der Titel der heutigen... Guten Abend. Hört man mich? Also ich bin... Das Mikro. Nochmal. Ich bin Mitglied der griechischen Berliner Gruppe Real Democracy Now. Und ich möchte eine kurze Intervention im Namen der Gruppe machen. Es ist hochproblematisch, diesen Politiker, Herrn Kostasimidis, hier einzuladen, um uns zu zeigen, wohin Griechenland gehen soll. Er hat eine lange Vergangenheit in der griechischen politischen Landschaft und ist mitverantwortlich für die heutige Situation. Bravo! Während seiner Regierungszeit hat die Korruption ein neues, erweitertes und endloses Niveau erreicht. Sein engster Mitarbeiter, Herr Tsoukatos, und der Minister Mandelis haben zugegeben, Geld von Siemens angenommen zu haben. Selbst die deutsche Justiz, Münchner Gericht, lässt seinen Verteidigungsminister als Empfänger von Ferrostals Schmiergeld erkennen. Er hat sich mit dem starken Griechenland identifiziert. Für dieses starke Griechenland hat sich die Bevölkerung geopfert. Dieselbe Bevölkerung ist heute gezwungen, für den Zusammenbruch dieser Vision zu bezahlen. Kostasimidis ist der Mann, der sich mit dem Beitritt Griechenlands zur Eurozone identifiziert, und zwar dieselbe Eurozone, die Eurozone der Krise, die er heute hier so stark kritisiert. Herr Simidis muss endlich seine Verantwortung übernehmen und aus der politischen Szene verschwinden. Sagen Sie, die politische Führung Griechenland ist auch verantwortlich, also die unterschiedlichen Parteien, für das, was geschehen ist. Ich finde, das ist eine legitime Sache. Aber dazu will ich noch was sagen. Welchen Anteil hat auch das griechische Volk? Weil ich war in Griechenland in einer historischen Situation, wo ich wirklich Angst hatte. Ich war, das weiß jeder, für die Intervention, eine Intervention in Bosnien. 80% des griechischen Volkes war auf Seiten der orthodoxen Kirche und der Serben. Und ich finde, so Dinge muss auch das griechische Volk diskutieren. Das heißt, die moralische Verantwortung. Zu was stehen wir moralisch, müssen Politiker diskutieren, aber muss das Volk auch diskutieren. Und wer jetzt in Griechenland versucht, die Drachme zurückzubringen? Die Populisten, diejenigen, die Geld verloren haben. Es gibt eine Partei der Unternehmer, die in Konkurs geraten sind und die alle wollen die Drachme. Denn mit der Drachme werden sie ihre Schulden gleich bezahlen, weil sie die Euro im Ausland haben. Das ist es. Aber eine Propaganda, die von jenen gemacht wird, die in der Wirtschaft völlig am Rande stehen, weil sie die schlechtesten Unternehmer waren. Diejenigen, die immer mit Betrug gearbeitet haben. Diejenigen, die wegen der Korruption, die in der Korruption sitzen. Kann ich kurz was sagen? Ja, einmal noch und dann kommen wir zum Ende. Wir haben nämlich nur noch 5 Minuten. Ja, ich möchte nur klarstellen, dass eigentlich so der Punkt dieser Intervention war nicht, dass wir so für oder gegen einen Ausstieg aus der Eurozone sind. Weil wir sind nicht zuständig dafür, solche Fragen zu beantworten. Ebenso wenig ist Herr Simidis zuständig dafür. Und das war gerade der Punkt. Wenn Sie herausfinden wollen, was die griechische Bevölkerung eigentlich will, dann muss diese Bevölkerung ihre Meinung äußern. Die Regierung, die das Memorandum durchgesetzt hat, die wurde gewählt, um ein ganz anderes Programm umzusetzen. Und die Regierung, die gerade regiert, die besteht aus PASOK, Nea Dimokratia, Rechtsextremisten und Antisemiten, die würde nicht mal gewählt.
Und wenn die griechische Bevölkerung auf die Straße geht, um ihre Meinung tatsächlich zu äußern, dann wird sie mit brutaler Polizeigewalt konfrontiert. Also, wenn ihr sich dafür interessiert, wie sich Griechenland neu erfinden kann, dann sollte man statt Podiumsdiskussionen mit Herrn Mitsis zu veranstalten, eher sich dafür engagieren, dass dieses autoritäre Regime in Griechenland abgeschafft wird.